Vielleicht entdecken wir in der Wüste ja irgendwas Tolles. Wie irgendwelche archäologisch wertvollen Entdeckungen. Würde sich auf jeden Fall lohnen für mich. Weil ich bin ja so ein archäologischer Fan. Nee, Spaß, also. Manchen mag es interessieren. Ich find's auch eigentlich gar nicht so uninteressant. So, was hat der gute Balin hier für uns? Oh, noch ein schwächeres Team. Dafür aber zwei Pokémon mehr. Einfach um uns auf die Nerven zu gehen. Anders kann ich mir das nicht erklären, Leute. Sorry, Leute. Im letzten Part gab es relativ wenig zu sehen. Wir haben gegen Bell gekämpft und haben einen anderen Fisherman's Friend fertig gemacht. Wahrscheinlich hat der eine Fisherman's Friend dem anderen Fisherman's Friend die Pokémon einfach geklaut. Oh Leute, was ihr alles verpasst habt. Jedenfalls muss ich den Part dann noch ein zweites Mal schneiden, weil es könnte sein, dass ich in 2 oder 3 Minuten esse. Oh, fängt wieder toll an. Ja, ich habe Barschluft besiegt, sagen wir es mal so. Der Sandsturm kam leider dazwischen und deswegen habt ihr es nicht gesehen, wie das Ding untergegangen ist. Schaden genommen hat. Oder also was in der Art. Oh, das Ding nervt mich jetzt schon wieder. Spontan. Ja, ich muss sowieso ein zweites Mal schneiden, weil ich weiß ja nicht, wie viele Minuten ich jetzt aufgenommen habe im ersten Abteil. Das war wahrscheinlich sowieso nur 1 Minute. Da muss ich die Kamera wieder aufladen. Meine Güte, ich will mit dem Spiel vorankommen. Hier im Part 25. Nein. Oh, Skatus ist längst 25. Level 25, um es korrekt zu. Um den korrekten Wortsatz gerecht zu werden. Oder um den korrekten. Um der korrekten Satzbildung wegen. Oh Gott. Ein Let's Play braucht unbedingt 1. Grammatikalische Kenntnisse, weil sonst könnt ihr es vergessen. An alle neuen Let's Player da draußen. Oh, warum setze ich eine Feuerattacke gegen ein Wasser-Pokémon ein? Warum? 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 Ich muss mal wirklich mit so Audio-Spam. Also ihr kennt es ja von Weehawk LP sicherlich. Audio-Spam. Ja, das soll ich vielleicht irgendwann mal einbauen, um irgendwelche Situationen zu schildern. Los geht's. Mach das Ding fertig. Sehr gut. Also die Armada der Wasser-Pokémon hat uns schon. Ach, es geht weiter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat er vielleicht auch ein anderes Pokémon? Ja, ich weiß es echt nicht. Naja, wenn es schon Hypertrank gibt, dann setzen wir gleich mal einen Hypertrank ein. Meine Güte, dieser blöde Fisch glänzt mit seiner Initiative. Da waren die Level 18er aber leichter. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, ist schön, Zermürbend bis was weiß ich. Ich glaub's nicht. Es ist schon wieder passiert. Also, ihr habt verpasst, wie ein Pokémon kampfunfähig geworden ist. Oh Gott, also ich glaube, das ist das Highlight des Let's Plays. Oh, aber jetzt kommt ein neues Highlight. Unser zweites Teammitglied entwickelt sich. Oder ein Teammitglied entwickelt sich. Für die zweite Entwicklung muss man sie übrigens tauschen. Da werde ich. Das benötigt ungefähr so 5 Griffe und dann habe ich's. Also im nächsten Part ist dann wahrscheinlich schon die Weiterentwicklung Brokkolos im Team. Juwelkraft. Zeig mal her. Stärke 70. Vergessen wir da mal am besten Tackle. Oder? Kopfnuss? Ne, Tackle. Ja. Jedenfalls muss ich jetzt noch ein
drittes Mal schneiden. Ich gehe jetzt essen erstmal und dann sehen wir uns hier wieder. Drei Cuts? Das scheint es nur hier in Pokémon Schwarz zu geben, denn in keinem anderen Let's Play hatte ich sowas. Okay, man könnte eigentlich sagen, in keinem Let's Play hatte ich sowas zweimal. Aber das war wahrscheinlich wirklich das. Ist wahrscheinlich das einzige Let's Play, bei dem mir das passiert ist, und das schon mal und das schon zweimal. Nun ja, jedenfalls ist heute ein anderer Tag. Heute ist Donnerstag. Ich möchte nämlich so viel wie möglich aufnehmen, damit wir dann Mitte November, gehen Ende Dezember, dann das tolle Pokémon Platin Projekt machen können. Oder das tolle Pokémon Platin Let's Plays Together. Und ich hätte mich eigentlich heilen sollen, aber ich glaube, hier sind sowieso alle besiegt, da können wir sowieso auf den Rückweg hingehen. Ja, ich bin heute sowieso von jegwedlichen Hausaufgaben befreit, da ich morgen nicht BWL habe. Aber warum erzähle ich euch das eigentlich? Naja, es wird euch sowieso nicht interessieren, es sei denn, meine Klassenkameraden schauen zu. Die kennen übrigens meinen Account. Ach ja, ich habe vollkommen hier vergessen, dass wir uns hier heilen können. Und wie viele Minuten nehmen wir jetzt nochmal auf? Ich habe vollkommen vergessen, dass das jetzt hier kein neuer Part ist. Ich nehme jetzt einfach mal noch so 12 Minuten auf, das wird wahrscheinlich das Beste sein. Einfach so Pi mal Daumen. Ich gebe erstmal Hikari wieder den EP-Teiler. Und was ich außerdem noch sagen wollte ist, wenn ich irgendwie ein bisschen krank klinge, dann ist das so, weil ich glaube, ich habe irgendwie den Virus eingefangen oder sowas in der Art, oder halt irgend so eine Schose. Naja, da muss man eben jetzt drauf das Beste machen. Ganovil, brauche ich das? Ich brauch's nicht. Ich wollte ja noch ein Unlicht-Pokémon einfangen. Kann das sein? Ich meine zumindest, dass ich es vorhatte. Und warum besiege ich dieses arme, unschuldige Lebewesen? Naja, ich wollte halt Erfahrungspunkte. Und nein, ich habe nicht getauscht, aber ich werde schon noch daran denken, dass sich dann Sedimantur zu Brokkolos entwickelt. Irgendwann wird es schon der Fall sein. Irgendwann werde ich dran denken. Ich hoffe, dass das relativ früh eintritt. Denn ich hasse es, wenn ich immer wieder was vergesse. Ich bin doch so ein vergesslicher Mensch. Oh mein Gott. Naja. Man sollte auch mal wilde Pokémon zum Trainieren benutzen. Und deswegen mache ich das auch am besten. Wenn die hier schon so billig angeboten werden. So, neue Trainerkämpfe. Ich muss leider sagen, die hat sich relativ unschön gekleidet für dieses Wetter. Würde sie in der Realität leben, dann wäre das ganz gut, weil heute hatten wir einen regnerischen Tag. Zumindest hier in Baden-Württemberg, zumindest in der Umgebung Ludwigsburg. So. Und dann setzen wir mal eine Käferattacke ein. Aber dieses dumme Schallquap wird es natürlich ab. So, unglaublich. Dieser Part hat zum ersten Mal in seiner vierteiligen Geschichte keinen Teil, der innerhalb von 2 Minuten geschnitten worden ist. Ist das nicht toll? Ich find's spitzenmäßig. So, wenigstens trifft das jetzt. Okay, es hat nicht so viel ausgemacht. Das freut mich überhaupt nicht, deswegen setze ich Tackle ein. Ja, Zornklinge muss vergessen werden, das ist ganz klar. Ich habe die Stärke ein bisschen überschätzt. Ja, ist gut. Ich bin auch relativ verwirrt. So, egal wie es ausgeht, wir können dieses Duell zu unseren Gunsten entscheiden. Ja, wäre das nicht getroffen, wäre der Sandsturm eingetreten. So, nochmal. Alle guten Dinge sind ja schlussendlich 2, obwohl es eigentlich 3 sind. Warum ich es übrigens drin lasse, ich will dieses Level up. Und außerdem vergessen wir, dass wir verwirrt waren.
was heißt der vergessen? Unser Aspirin. Dieser Aspirin-Effekt ist eingetreten, würde ich mal sagen. So, Level 25. Aquavelle. Oh, das ist natürlich... Aquavelle hat Stärke 60, Aquaknarre. Ja, machen wir es am besten so, weil ich will keine drei Wasserattacken haben. Ich will da schon ein bisschen Abwechslung. Warum auch immer dieses Otterwesen Sandsturm vollgetrennt geschrieben wie in Computerzeiten. Auch wenn, ich nicht verstehe, wie so ein Otter eine Käferattacke lernen kann. Allgemein ist es komisch, dass ein Otter mit Hilfe von einer Muschel sich wehren kann. Aber hey, wer hat bitteschön von der Welt verlangt, dass sie logisch ist? Naja, jetzt muss ich mich erstmal wieder heilen. Ich finde den Effekt auf meiner Kamera von dem Sandsturm nicht so sonderlich toll. Es sieht irgendwie nicht so wie im Spiel aus, aber hey Leute, damit müsst ihr halt jetzt nur mal leben. Glaubt mir, die Helligkeit meines DSs auf 5 stellen. DSs? Komisch. Würde ich die Helligkeit meines DS auf heller stellen, würdet ihr gar nichts mehr erkennen, glaubt mir. Und das wollt ihr auch nicht. Was auch immer da draußen jetzt abgeht, da scheint wahrscheinlich jemand wieder mit dem Motor protzen zu wollen. Wie toll sein Motor von 0 auf 100 läuft. Soll dem recht sein, ich bin sowieso nicht der Autofan, also brauche ich dem gar nicht Beachtung schenken. Wer alles verschenkte Beachtung und der redet hier gerade von Dynamik. Meine Güte, wie kann man auch eine Wüste zu einer Baustelle verwandeln? Und in der Vyacheslav? Cool. Also scheint ein richtiges Gemeinschaftsprojekt hier zu sein. Ja, vielleicht ein bisschen weiter dahin verschieben. So, und das hasse ich an der Robustheit. Und genau deswegen habe ich Aquavelle erlernt. Damit es verwirrt wird. Bei Robustheit ist das A und O. Ja, erheblichen Schaden mal wieder. Kiesling, oh cool. Ich zoome mal noch näher ran. Aber jetzt kann ich wirklich nicht mehr tun. Na, ich finde das DS-Display, also es ist ja so, dass beim DS-Display man irgendwie total gut diese ganzen Pixeltreppen sieht. Und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Kann ich leider auch nicht irgendwie ausmachen. Besonders in Kämpfen merkt man das, wenn die Hintergründe nicht so doppelt und dreifach beleuchtet sind. Weil ich meine, wir sind ja nach Farbengurten, da oben haben wir halt den Himmel, dann kommt halt da ein bisschen Nebel. Und dann kommt halt Sand, der immer dunkler wird. Ja, also wie es die Kampf-Pokémon hier aushalten, also auf dieser Baustelle sind es immer Kampf-Pokémon. Ja, also ich denke mal, dass auf Baustellen Kampf- und Gesteins- und Boden-Pokémon zusammenarbeiten. Ja. Gibt es eigentlich rivalisierende Pokémon-Typen? Also ich behaupte immer, Boden und Gestein würden sich raufen oder Gestein und Stahl. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob es denn was in der Art gibt bei Pokémon. Ob das wirklich so eine friedliche Welt ist? Oh Mann, jetzt fällt mir sogar auf der Touchpen aus der Hand. Und das Style ist. Och nee. Wollte ich den nicht im Team haben? Naja, ist sowieso weiblich.
Nee, ich will ein reines Unlicht-Pokémon, nicht nur irgendwie Stahl, weil es kommen relativ viele Kampf-Pokémon in dem Spiel vor. Warum will ich den jetzt besiegen? Er ist doch schon genug abgequillt mit seiner Hose. Cheese hoch und runter. Meine Güte, sowas Erbärmliches habe ich wirklich nur selten gesehen. Beziehungsweise noch gar nie. Ne, bei dem anderen Zuruk-Hex. So. Warum der auch mitten da in der Wüste rumsteht. Tja, es sieht ja so aus, als ob er auf einen Herausforderer wartet, obwohl er eigentlich auf der Baustelle arbeiten sollte. Naja. Ist das nur wieder eine Frage der Technik? Oh, Geduld. Da habe ich keine Geduld. Der muss besiegt werden. Das war billig. So. Was haben wir hier? Folterknecht. Ich weiß nicht, was... Ach ja, stimmt ja. Das bewirkt wahrscheinlich, dass der verwirrt wird, beziehungsweise irgendwas, dass eine Attacke gesperrt wird. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich würde mir gerne die Biografie von der Attacke ansehen, aber ich würde sie sowieso nicht erlernen, denn sie hat sowieso keinen kämpferischen Nutzen. Vielleicht den taktischen, aber keinen kämpferischen. Denn beides ist nicht das gleiche, das sind unterschiedliche Begriffe. Ja, aber was könnten wir denn sonst noch so reden? Ja, es gibt eine Demo von Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Und ich habe sie noch nicht geholt, weil ich noch nicht beim Megas war. In dem bisherigen Aktionszeitraum, der genau einen Tag alt ist. Ja, Feuer-Pokémon sind meine Lieblings-Pokémon. Aber in diesem Let's Play kehre ich ihnen den Rücken. Generell neben den Team-Pokémon werden wir relativ wenige fangen, vielleicht noch die legendären, weil die sind ja immer sehenswert. Ja, soll ich den Part beenden? Ja, ich würde mal sagen, ich beende hier den Part, weil ich weiß es nicht so spontan, wie viele Minuten ich schon aufgenommen hatte davor. Und ich beende an genau der gleichen Stelle wie vorher diesen Part. Bis zum nächsten Mal und ciao. Oder beziehungsweise die anderen Teile des Parts. Goodbye.